Also die Lebensmittelwirtschaft oder Ernährungswirtschaft im Land Bremen ist die zweitgrößte verarbeitende Industrie, die wir haben. Das heißt also, die Ernährungswirtschaft ist zuständig für mehr als 10.000 direkte Arbeitsplätze im Lande Bremen. Und diese verteilen sich auf die beiden Lebensmittelhauptstädte Deutschlands, nämlich Bremen und Bremerhaven. Innerhalb der Ernährungsbranche haben wir Kaffee, Tee, Bier und auch sehr viele Dinge, die man in der Öffentlichkeit nicht kennt. Wir haben einen großen Import-Export-Anteil der Nahrungsmittel in Bremen. Das heißt, es gibt also sehr viele Unternehmen auch, die gar nicht an den Endkunden mit ihrer Marke verkaufen, sondern die im B2B beschäftigt sind. Das heißt also an den Großhandel liefern, die ihrerseits wieder daraus Produkte herstellen bzw. als Zutat verwenden. Also das Thema Nahrung und Genussmittel geht weit über die Grenzen des Landes hinaus. Wir verstehen uns auch, wenn wir über Ernährungswirtschaft im Lande Bremen sprechen, insbesondere in diesem Branchenverband, als Bundesland in der Region. Das heißt also, wir haben sehr viele Ein- und Auspendler in unserem Bundesland, die in der Ernährungswirtschaft arbeiten. Und von daher verstehen wir uns als wesentliche Lebensmittelhauptstädte in Deutschland, im Lande Bremen, Bremen und Bremerhaven, als die Region in Deutschland, die also für die Ernährungswirtschaft tatsächlich sehr maßgeblich ist. Wir haben viele Startups in verschiedenen Bereichen, die gut funktionieren. Und wir haben den Mittelstand, die 30, 40, 50, teilweise 100 Mitarbeiter haben, die eigentlich niemand so richtig vom Namen erkennt. Und die Ernährungswirtschaft im Lande Bremen ist nachweislich stabil. Seit 2000 haben wir mal nachrecherchiert. Seit dem Jahr 2000 haben wir diese 10.000 Arbeitsplätze mit recht wenig Schwankungen. Selbst in der Finanzkrise ist relativ wenig passiert. Bremen schmeckt und gegessen und getrunken wird immer. Von daher denke ich mir, ist das auch eine krisenfeste Branche, die es also durchaus verdient hat, noch mehr beachtet zu werden, was Gott sei Dank jetzt in der jüngsten Zeit in der Politik ja auch passiert.